Der Pressewirbel um das kleine Löwenbaby Lea ist riesengroß. Uwe Wünstel bekommt nach dem schweren Verkehrsunfall mehrere hundert Anrufe von den unterschiedlichsten Medien. Deutlich weniger Interesse hingegen erzeugt ein seltener Vogel, denn die Löwin Lea war im Unfallfahrzeug nicht alleine. Der Silberwangenhornvogel wird nun auch vorübergehend im Reptilium betreut. Ja, der Hornvogel ist im Prinzip mit der Lea zusammen aus dem Transport von der Slowakei durch Deutschland durchgefahren. Dann war ein Autounfall ein schwerer. Die Tierrettung hat dann den kleinen Löwen geborgen, unsere Lea, oder die Lea, die bei uns ist. Und der Hornvogel konnte durch den Unfall entweichen. Und also die nachfolgenden PKWs haben gemeldet, dass da ein großer Vogel entflohen ist. Man ging erst davon aus, dass es ein Raubvogel ist. Aber jetzt weiß man mehr. Die Papiere sind aufgetaucht. Ein Hornvogel. Und dann, ja, zwei Tage später, wurde er 5 Kilometer weiter weg von der Unfallstelle in einem hohen Baum, wurde er dann gesichtet von dem dort ansässigen Vogelverein. Die haben dann auch die Tierrettung gerufen und Michael Seer ist da wieder ausgerückt. Jetzt ist das Problem, in 18, 20 Meter Höhe einen Vogel zu fangen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Sie haben dann die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr ist gekommen und hat dann im Prinzip mit einem Löschstrahl den Vogel so lange berieselt, bis er zu schwach war bzw. zu schwer war, um zu fliegen. Er ist dann sanft auf den Boden geglitten und die Tierrettung konnte ihn ohne Probleme dann bergen. Dann war wieder das Problem, es war nachts kurz vor Mitternacht und der Anruf kam von Michael Seer, ob wir auch noch den Hornvogel aufnehmen können. Zum einen, weil die Lea, das Löwenbaby, schon bei uns sitzt und es besser wäre, einen Ansprechpartner zu haben. Und zum anderen, weil halt nachts mit der Nacht wirklich niemand erreichbar ist aus anderen Einrichtungen. Und dann habe ich gesagt, okay, bring den Hornvogel vorbei. Der war dann in der Zeit des Transports in einem Brutschrank drin. Auch bei uns kam er in ein Innengehege, wo es schön warm war, dass er schön austrocknen konnte. Und wir haben dann einen Tag später hier in diese kleinere, auch quarantänefreie Voliere gesetzt, wo es ihm ganz gut geht. Momentan frisst er jeden Tag gut 3 Hände voll an Früchten, Nüssen und auch ein bisschen was an tierische Nahrung in Form von Heuschrecken, also gut genährt. Er ist aber nicht so zahm wie die Lea. Allgemein sind die Vögel ja eher zurückhaltender und man möchte es bei ihm auch nicht ausprobieren, denn der Hornvogel, der hat also einen ordentlichen Schnabel und innen drin auch gezackte Innenreihen auf dem Schnabel drauf, also schon ordentlich das Ganze. Aber er ist trotzdem gut drauf, er frisst gut, er setzt auch gut Kot ab und ich glaube, es geht ihm soweit gut. Er springt auch hier und da mal durch die Quarantäne-Voliere durch. Sie ist keine Freiflug-Voliere, sondern nur der vorübergehende Quarantänehaltung. Ja, und jetzt warten wir im Prinzip genauso wie bei der Lea auch, wie das Ganze weitergeht. Es kamen gleich Meldungen aus dem Bereich, wo er dann gesichtet und auch eingefangen wurde, dass er angeblich von Privathaltung abgehauen wäre und Leute Anspruch auf ihn machen. Das konnte man jetzt prüfen, dass es dementsprechend also nicht so ist. Und auch ein Indiz davon war, dass bei einem Hornvogel, der ja ordnungsgemäß eigentlich viel besser aussieht, hat also ein schönes, ausgeprägtes Horn auf dem Schnabel obendrauf, dass das abgebrochen war. Und man geht mittlerweile davon aus, dass es durch den Unfall abgebrochen ist, da auch die Bruchstelle relativ frisch ist. Somit kommt man einwandfrei dem Unfall zuordnen und auch dem Transport dann zuordnen. Der Vogel ist nicht gechippt im Vergleich zur Lea, aber für den Vogel liegen trotzdem Papiere auch vor. Auch eine Traces, das heißt also auch eine Transportgenehmigung liegt vor für den Hornvogel. Was man mittlerweile weiß, ist, dass er auch aus der Slowakei stammt und in einen Zoo nach Frankreich geliefert werden sollte. Also mittlerweile geht man davon aus, dass die ganze Geschichte entgegen der Spekulation vom Anfang eher mehr legal war wie illegal. Es gibt zwar noch einige Papiere, die noch nicht da sind, vielleicht werden die aber auch nachgereicht. Aber man geht davon aus, dass der Transport ein ordnungsgemäßer Tiertransport war. Über die Verhältnisse lässt sich streiten oder auch die Transportboxen lässt sich streiten. Aber auch wir als zoologische Einrichtungen haben schon Tiere auch in Holzkisten verschickt, wenn man im kleineren Maßstab einfach variabel sein muss und die Kisten dementsprechend den Tieren anpasst. Jetzt haben viele auch gemeint, ja, das ist ja viel zu klein für die Tiere. Aber ich bin selbst auch im Zootierpflegerprüfungsausschuss. Wir behandeln das Thema Transport dort auch. Und es heißt immer wirklich nur so groß als nötig und so klein wie möglich. Das heißt, die Tiere dürfen während dem Transport nicht fliegen, nicht groß rumrennen dürfen, weil gerade bei so einem Unfall wäre es natürlich fataler, wenn die durch eine 5 Meter große Box durchfliegen, wie wenn sie in einer kleinen Kiste drin sind. Außerdem ist es dann Stress für die Tiere. Also normal sind die Transportboxen eher dem Körper des Tieres angepasst und eher kleiner.
Also unser Wunsch ist, dass beide Tiere natürlich schnellstmöglich nicht hier wegkommen, nicht falsch verstehen, aber wir sind hier nur als Quarantäneeinrichtung für eine vorübergehende Haltung überhaupt ausgerüstet und auf Dauer können wir beide Tiere auch hier nicht halten. Deswegen arbeiten wir mit den Behörden eng zusammen, dass die Tiere auch schnellstmöglich zu ihren Einrichtungen kommen, die sie bestellt haben oder zu anderen Einrichtungen kommen, wenn sie doch illegal wären. Das heißt, hier das Spiel nur auf Zeit. Also unser Wunsch ist, dass die Tiere schnellstmöglich eine artgerechte und auch dementsprechend platzmäßig angepasste Unterkunft bekommen. Ein Hornvogel sind wir nicht eingerichtet. Das Tier braucht eine große Freiflugfläche und die haben wir gar nicht im Reptilium. Deswegen macht es hier auch keinen Sinn. Wie gesagt, der Schwerpunkt bei uns Reptilien, Amphibien. Zwar einige kleinere Säugetiere, aber das passt auch nicht bei uns in das Zoobild rein. Dementsprechend sind sie da in anderen Einrichtungen besser aufgehoben. Also der Silberwangenhornvogel, wie er jetzt hier sitzt, ist vom Aussterben bedroht. Also sie gehören alle zu den geschützten Arten. Es gibt 4 Arten der 40 Hornvogelarten, die streng geschützt sind. Da gehört er nicht dazu. Aber die Tiere werden schon häufiger in menschlicher Obhut, werden die auch gezüchtet und vermehrt, gerade für zoologische Einrichtungen, weil er halt so saurierähnlich ist und dieses Riesenhorn auf dem Schnabel drauf hat. Das ist so ein eindrucksvolles Bild. Deswegen sind die auch in zoologischen Einrichtungen zu sehen. Ich finde es bemerkenswert, dass tierische Notfälle auch außerhalb der Bürozeiten im Reptilium schnell und unkompliziert aufgenommen werden, öffentliche Zoos indes nicht erreichbar sind.